Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Senioren. Veterans. Hast du gefragt, ob du da filmen hast? Bei denen habe ich langwierige Verträge. Weißt du, manche Menschen sind ein bisschen wunderlich. Also, manche. Aber wenn es ein Vertrag ist. Ich rede mir immer ganz fest ein, bei mir ist es umgekehrt. Ich war immer sehr wunderlich und werde langsam altersmilde. Aber noch ein Bauer, ja. Mensch. Aber wir haben mit vier, haben noch fünf Einwochen. Also zurück zu diesem Doppel. Barney Hess muss ich nicht vorstellen. Den Partner von ihm kenne ich nicht. Auf der anderen Seite sind die beiden, die sich gerade im Einzel ein ganz heißes Match geliefert haben. Das kann man auf YouTube schauen. Unter Werner Kuriza gegen Hoffmann. Karl Reinhard Steinbrecher, Suchwort Senioren, Kräuter Fürth 2018. Der Werner hat es gewonnen, aber war gar nicht so einfach. Jetzt spielen sie gemeinsam im Doppel auf Schlag Hess. Das waren die Löppleins von Werner, kurz und knapp zwar, aber trotzdem immer auch schnell ein bisschen falsch eingeschätzt. Also Werner, derjenige, der immer noch sehr schnell auf den Beinen ist und Vorhand wie Rückhand viel Druck aufbauen kann, auch wenn er hier gerade mal schupft. Hoffmann Senior. Unglaublich guter Blockspieler, Konterblockspieler direkt am Tisch. Und wenn ich sage Senior, dann natürlich deswegen, weil sein Sohn Michael Hoffmann ja auch recht gut bekannt ist in der Szene. Bayerischer Jugendmeister, vor vielen Jahren gewesen, Bayernliga gespielt, ich denke auch mal Oberliga, wie auch immer. Kann man alles googeln oder auch mal die Spiele auf YouTube anschauen. Aber zurück zu dem Doppel hier. Ja, da sieht man es, er geht mit den Löppleins rein und der Gegner legt auf, bis der Ball über den Tisch fliegt. Auch der drohte wieder über den Tisch zu gehen. Wurde dann aber unangenehm jung. Das ist so ein typischer Werner Kuriza-Schlag. Da läuft er Richtung Ball und im Lauf zieht er noch einen giftigen Topspin. Schön lang geblockt. Ja.